Seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir nicht so viele Flüchtlinge auf der Welt wie heute. 60 Millionen. Und deshalb kommen zu dem, was wir in Deutschland leisten und wo ich Danke sagen möchte. Das ist alles toll, was wir hier machen. Aber das reicht nicht und deshalb werde ich mich morgen beim Europäischen Rat, da sitzen wir wieder zusammen und haben als Hauptthema das Thema Flüchtlinge, werde ich mich dafür einsetzen, dass wir Schritt für Schritt aber endlich zu einer fairen Aufgabenteilung in Europa kommen. Wir waren solidarisch im Zusammenhang mit der Eurokrise und jetzt ist es natürlich absolut das europäische Gebot, dass wir da, wo gemeinsame Verantwortungen auftreten, auch diese Verantwortung gemeinsam übernehmen. Zumal wir noch ein Asylrecht haben, was darauf aus ist, dass die Verantwortung gemeinsam übernommen wird. Und deshalb ist es zwar im Augenblick noch mühsam, aber wir haben in den letzten Monaten, Thomas de Maizière als Innenminister, eine Menge erreicht, was eine fairere Verteilung anbelangt, aber wir sind längst noch nicht am Ende. Wenn wir uns jetzt die Gegebenheiten anschauen, dann merken wir, dass natürlich im Augenblick in Griechenland jeden Tag auch Tausende ankommen und dass man allein durch das Bauen von Registrierzentren an den Außengrenzen der Europäischen Union die derzeitige Flüchtlingsbewegung nicht wird lösen können. Das heißt, wir müssen dort ansetzen, um die Zahl der Flüchtlinge zu verringern, wo die Fluchtursachen auftreten. Und das bedeutet, dass wir uns fragen, woher kommen die Flüchtlinge? Was hat dazu geführt, dass sie ihre Heimat verlassen? Denn das tut man auch nicht leichtfertig. Und da sehen wir, dass vor allem der syrische Bürgerkrieg katastrophale Auswirkungen hat. In den Flüchtlingslagern im Libanon und in Jordanien hat man in diesem Jahr die Essensrationen, also das Geld, was man fürs Essen im Flüchtlingslager ausgibt pro Person, gekürzt von 27 Dollar im Monat auf 13 Dollar im Monat, weil so viele nicht einzahlen in dieses Welternährungsprogramm. Und ich glaube, jedem leuchtet ein, dass damit die Perspektiven für die Menschen natürlich sehr viel schlechter geworden sind. Wir müssen uns mit der Türkei zum Beispiel darüber reden, dass die Kinder der Flüchtlinge dort in die Schule gehen können. Dass es auch einen vernünftigen Aufenthaltsstatus gibt. Die Türkei sagt, wir haben schon Milliarden und Abermilliarden ausgegeben. Uns hat man fast überhaupt nicht geholfen. Und dann müssen wir sagen, und die Türkei hat Angst, dass sie noch mehr Flüchtlinge bekommt, weil ja in Syrien immer weiter gekämpft wird. Das heißt, ich werde am Sonntag in die Türkei fliegen und die Kommission, die Europäische Kommission, spricht auch mit den Vertretern der türkischen Regierung. Wie können wir helfen, dort vor Ort, damit sich die Lasten, die die Türkei zu tragen hat, damit wir die auf breitere Schultern stellen, weil ich es allemal besser finde, wenn die Flüchtlinge in der Nähe ihrer Heimat bleiben können, als wenn sie immer weiter weg müssen von dieser Heimat. Ja, Frau Bundeskanzlerin, wir sind heute hergekommen, um mal Klartext zu reden. Und ich glaube, Sie werden es hoffentlich auch wissen, oder Sie werden es wissen, dass Ihr kurzer Satz, wir werden das schaffen, viele, viele Bürger in Deutschland nicht mehr hören können. Und aus diesem Grunde heraus bin ich der Meinung, dass das Grundgesetz angepasst werden muss. Hier muss ein Schwellenwert rein über Obergrenzen derjenigen, die berechtigt sind, hier Asyl zu bekommen. Was bringt es, wenn Sie aus einem Land kommen, die eine islamisch geprägte Gesellschaft hat, dann hierher kommen, das in das gelobte Land und dann gegebenenfalls Parallelgesellschaften entwickeln? Und davon haben wir genug, viel zu viel. Die Politik in Nordrhein-Westfalen hat über Jahrzehnte versagt. Das kann man doch nicht akzeptieren, was da läuft.
Und das ist doch das Problem. Sie sagen zwar, das Grundgesetz steht über den Religionen, das ist doch richtig, aber es muss eingefordert werden und es muss auch umgesetzt werden. Und wenn wir das nicht machen, dann werden sich weitere Parallelgesellschaften entwickeln, wie wir sie schon viele, viele in Deutschland haben. Und das ist für mich inakzeptabel. Und wenn Sie meinen, dass das politisch nicht umsetzbar ist, dann muss ich an Ihrer Politikfähigkeit zweifeln. Tut mir leid, Dankeschön, das ist ein ehrliches Wort. Was mir aber gefehlt hat, und dazu würde ich mir noch eine Aussage wünschen, ist, was wir machen bis zu dem Tag, an dem es diese europäische Lösung gibt. Also ein Flüchtlingszustrom in der Größenordnung, wie wir ihn aktuell erleben, denke ich, den halten wir nicht mehr lange durch und da brauchen wir eine Lösung bis dahin. Und da hätte ich gerne eine Antwort dazu. Dankeschön. Ja, wir schaffen das. Das sind Ihre Worte. Wer ist wir? Wurde das Volk hier gefragt? Jetzt rudern Sie zurück. Ja, Europa. Europa lässt uns im Stich hier. Es gibt einen Flüchtlingsstrom und alle freuen sich, dass er dorthin geht. Das ist nämlich die Richtung Deutschland. Ja, ihr und der französische Präsident Hollande, der ist natürlich auf Ihrer Seite, aber nimmt nur 20.000 auf. Ist das korrekt? Sie haben die Grenzen hier Schleusen hier öffnet, indem Sie alle eingeladen haben. Alle Flüchtlinge dieser Welt kommen ins Schlaraffenland Deutschland. Ich bin leicht aufgeregt. Und das Resultat ist ganz einfach, dass sich viele auf den Weg gemacht haben, hierher in das gelobte Land zu kommen und Hoffnungen damit verbunden haben. Was passiert, wenn diese Hoffnungen nicht erfüllt werden? Es sind hier 1,3 Millionen junge Männer, so circa 1,5 Millionen werden erwartet. Jetzt sind es wahrscheinlich 1 Million, das wissen Sie wahrscheinlich selber nicht, wie viele hier in Deutschland sind, wie viele Flüchtlinge. Wie viele Flüchtlinge registriert sind, wissen Sie wahrscheinlich auch nicht. Ich habe die Angst, dass hier der Staat schon kapituliert und ich habe Angst, dass dieses hier ganz böse Folgen hat für meine Kinder und Kindeskinder und dass die das mit Leid und Tränen das ertragen müssen und ausbaden müssen. So, vielen Dank, das sind meine Sorgen und Ängste. Wir haben in Kürze Landtagswahl und wir haben angefangen, Wahlkampf zu führen und ich sage, wir sind Optimisten, wir schaffen das. Aber, bei uns sind Asylbewerber angekommen, natürlich nur Männer. Sie wurden untergebracht in einer Schule, die wir nutzen wollten als Ausweichschule für eine andere, die in Kürze renoviert werden soll. Wir haben dort Duschen für über 100.000 Euro eingebaut. Und was passierte als erstes? Die erste Truppe, die kam, wollte das Essen nicht annehmen, das die Ehrenamtlichen bereitet hatten. Und die dritte Gruppe wollte in den Sitzstreit treten, weil sie in Häusern untergebracht werden wollten. Unser Landrat hat alles geklärt, indem er gesagt hat, was Sache ist. Aber das Ganze spricht sich natürlich bei uns herum und der Wahlkampf wird nicht einfacher. Und dann kommt natürlich dazu nur Männer. Dann werden Sie gefragt, warum kommen nur Männer? Ja, Sie haben den weiten Weg alleine auf sich genommen. Er sei ja zu gefährlich für Frau und Kinder. Das bedeutet zunächst, Sie werden nachkommen. Die da sind, holen dann also 3 oder auch 4 Familienangehörige nach. Und wenn die durchs Verfahren sind, melden die sich alle arbeitslos. Wir haben schon die höchste Arbeitslosigkeit in unserem Land mit. Dann möchte ich mal sehen, wenn kurz vor der Wahl bei uns die Arbeitslosenzahlen nochmal in die Höhe gehen. Gut, das ist der Sachverhalt. Wie gehen wir damit um? Das Kind ist sicherlich in den Brunnen gefallen. Ein großes Problem ist, und das spreche ich mal ganz deutlich an, die sogenannte Willkommenskultur. Was heißt denn Willkommenskultur? Ich stimme jedem zu, der sagt, wir müssen die Ankömmlinge vernünftig behandeln. Aber wir müssen nicht ihnen Aussichten machen, sie bekommen sofort Wohnungen, wir feiern mit ihnen Willkommensfeste, das schicken die sofort mit ihrem Smartphone nach Hause und wir dürfen uns nicht wundern, wenn dann jede Menge ankommt. Und wo kommen sie her? Sie kommen ja nicht aus den Kriegsgebieten, sie lassen Frau und Kind zurück,
Also sind die Familien im Libanon oder in der Türkei. Was haben wir bisher unternommen, damit sie auch da bleiben? Sie kommen zu uns aus einem Gebiet, das nicht mehr kriegsgefährdet ist. Welche Lösung gibt es da? Und zum Schluss getraue ich mir mal eine ganz provokative Frage. Da unten gibt es Mörderbanden. Und die 20-Jährigen, die auch kämpfen könnten, die kommen zu uns. Ich habe in dieser Stadt das größte Plattenbaugebiet der DDR dreimal im Landtagswahlkreis gewonnen. Als ich nicht mehr kandidierte, kriegte es die PDS. Woran liegt das? Nicht nur an der CDU, sondern auch an der Glaubwürdigkeit. Wir müssen uns über eines ganz klar sein. Der Souverän ist nicht dumm. Der Souverän mag es nicht, wenn er belogen wird, und er merkt das auch. Manchmal merkt er es erst nach 2 oder 3 Wahlperioden, aber er merkt es und es gefällt ihm nicht. Und zu solchen Unwahrheiten gehört das hier ständig gebrauchte Wort Flüchtlinge. Unter den Menschen, die dieses Jahr kommen, 1 Million oder wie viel auch immer, sind Flüchtlinge. Aber sie alle als Flüchtlinge zu bezeichnen, ist schon einmal eine Unwahrheit. Flüchtlinge sind erstens die Asylberechtigten politisch Verfolgten. Das sind erfahrungsgemäß um 1 oder 2% der Antragsteller. Flüchtlinge sind Kriegsflüchtlinge, die das Recht darauf haben, im Ausland Schutz zu finden, aber nicht sich auszusuchen, dass sie nicht in Ungarn, sondern in Deutschland, nicht in der Türkei, sondern in Schweden Unterschlupf finden wollen. Flüchtlinge sind oder waren, ich weiß nicht, ob das Programm noch gibt, die Kontingentflüchtlinge, die Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die wir wegen gemeinsamer Kultur und einer verhängnisvollen Epoche in unserer Geschichte hier aufgenommen haben. Und als Flüchtlinge gelten auch die von Frank vorhin erwähnten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Aber die Gesamtzahl derjenigen, die kommen, sind keine Flüchtlinge. Und ihnen dann zu sagen, unser heiliges Buch ist das Grundgesetz und es ist Arabische zu übersetzen, in die Hand zu drücken, damit sie das Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat und die Finanzverfassung des Bundes auf Arabisch lesen können, das ist ziemlich lächerlich. Auch ihnen zu sagen, das Grundrechtekapitel ist unser heiliges Buch, ist lächerlich. Denn es bindet ja nicht sie, es bindet den Staat. Es sind Abwehrrechte der Menschen, übrigens jedermanns Rechte, nicht nur Staatsbürgerrechte, gegen den Staat. Selbst die Bild-Zeitung, die das Ganze denn mit einem Kommentar versieht, da hat der Genosse Elitz, der SPD-Genosse Elitz, der von mir sehr geschätzte Gründungsintendant des Deutschlandradios, es auch versäumt zu sagen, Glaubensfreiheit bedeutet auch die Freiheit, seine Religion zu wechseln oder zu verlassen. Und da kommen wir langsam auf unsere Leitkultur. Unsere Leitkultur ist nämlich nicht das Grundgesetz. Das sage ich als langjähriger Vorsitzender des Rechts- und Verfassungsausschusses des Sächsischen Landtages. Unsere Leitkultur ist die Basis, auf der das Grundgesetz entstehen und wirken konnte. Unsere Leitkultur ist unsere Kultur, aus der unsere Staatsordnung, auf die wir stolz sind, die wir verteidigen müssen, gewachsen ist. Unsere christliche Kultur, unsere deutsche Kultur, unsere europäische Kultur. Ich habe ja mal mit der Frau Bundesvorsitzenden ein Physikstudium angefangen und mich dann zur Archäologie rüber bewegt. Mein Schwergewicht ist das frühe Mittelalter, die Zeit vor ungefähr 1,5 Jahrtausenden. Und deshalb kann ich den Islam so gut verstehen, denn unsere Vorfahren waren damals auch so. In der Wertschätzung der Frau, groß, wenn sie noch gebärfähig ist, wenig, wenn sie das nicht ist und so weiter und so fort, mit Blutrache und allem. Und in 1,5 Jahrtausenden Geschichte hat sich unsere Kultur zu dem entwickelt, was wir jetzt haben, ohne Blutrache, mit Gleichberechtigung, mit Gewaltentrennung. 1,5 Jahrtausende hat die Kirche, über die man heute immer mal lästert, dass sie die Frauen nicht so ganz ernst nimmt, wegen Mulier Tacet in Ecclesiam, aber hat die Kirche es durchgesetzt, dass ein Mann eine Frau nimmt und nicht 5 oder 6 oder 4. Ja, deshalb haben wir eine Kultur, auf der diese unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und dieses Staatsgefüge entstehen konnte. Und bevor man sagt, das wollen wir verändern, das Volk soll künftig ein anderes sein, müsste man das Volk, den Souverän, mal fragen, ob er das will.
Dieses Volk, ist nämlich noch immer das deutsche Volk, ein evangelisches, katholisches oder atheistisches, aber in dieser Kultur lebendes Volk. Und das müsste man fragen, denn dieser Souverän ist nicht dumm. Und er merkt, wenn man ihm das wegnehmen will, was er vielleicht nicht selber geschaffen hat, worauf er aber stolz ist und wo ich denke, dass wir das bewahren müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das Wort. Ja, liebe Freunde, ich finde ja auch, dass wir diese Debatte führen und dass es auch schön ist, dass hier jeder seine Meinung sagen kann und auch sagt, denn das unterscheidet ja die heutigen Zeiten von früheren Zeiten und da sind wir auch 25 Jahre später eigentlich noch sehr dankbar. Und ich will vielleicht mit etwas beginnen, was Volker Schimpf gesagt hat, als einer der letzten Redner, und zwar mit zwei Dingen, die er gesagt hat. Das eine ist, dass vieles von dem, was wir heute gut und richtig finden, was sich in unserem Grundgesetz ausdrückt, das Ergebnis von jahrhundertelanger Entwicklung ist. Von einer zum Teil sehr schmerzlichen Entwicklung. Wir haben Kriege geführt über Glauben, wie den 30-jährigen Krieg. Wir haben Kriege geführt, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Und wir haben aus diesen schweren und aus den guten Erfahrungen unglaublich viel gelernt. Und das hat sich dazu entwickelt, dass wir heute sagen können, wir leben 70 Jahre in Frieden, was in der europäischen Geschichte eine absolute Ausnahme ist, was wir erhalten wollen und wo wir auch stolz drauf sein können. Und dazu gehören dann eben auch diese Grundsätze von der Würde des Menschen, von dem Gewaltmonopol des Staates. Wir haben heute an vielen Stellen auf der Welt Entwicklungen, wo das Gewaltmonopol des Staates nicht gilt, wo nichtstaatliche Organisationen wie Al-Qaida, wie Boko Haram, wie der Islamische Staat gegen Staaten vorgehen. Und das wollen wir uns bewahren und wir glauben im Übrigen, dass wir uns das in der Europäischen Union besser bewahren können. Da wird jede Generation vor Herausforderungen stehen und unsere Generation steht durch zwei Entwicklungen vor Herausforderungen, wie wir sie so stark noch nicht hatten. Und das eine ist, dass durch die Verflechtungen, durch offene Grenzen, durch den globalen Handel die Welt ein Stück weit schrumpft und durch die Digitalisierung, durch das Smartphone jetzt mal ganz sinnbildlich gesprochen, jeder über alles auf der Welt viel besser Bescheid war, als das früher der Fall war. Das verändert unsere Welt. Und da müssen wir jetzt wieder das richtige Maß, die richtige Mitte, die richtigen Antworten finden, um uns weder abzuschotten, das hat schon in der DDR hinreichend schlecht geklappt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch unsere Werte, unsere Art zu leben, nicht aufzugeben. Und deshalb komme ich nochmal auf Europa zurück. Ist es so gut, dass wir 500 Millionen sind, die im großen Ganzen nach den gleichen Grundprinzipien leben. Und jetzt hat Volker Schimpf davon gesprochen, dass der Souverän Ehrlichkeit will, weil der Souverän eben sowieso merkt, wenn man ihm Dinge verspricht, die man zum Schluss nicht halten kann. Und das ist mein Ansatz. Und weil es heute einer gefragt hat, das ist vielleicht etwas pathetisch gesagt, mein Dienst an Deutschland, dass ich versuche, ehrliche Antworten zu geben.